Ende September 480 vor Christus. Die Armee des Xerxes hat Attika erreicht, die Akropolis geplündert und die Bewohner Athens zur Flucht nach Salamis gezwungen. Dort hat sich die griechische Flotte versammelt, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Themistokles, Staatsmann in Athen, gelingt es, den griechischen Kontingenzführern den Verbleib auf Salamis schmackhaft zu machen, statt, wie die Peloponnesier es gefordert hatten, sich zum Isthmus von Korinth zurückzuziehen und diese Stellung als letzte zu verteidigen. In der Nacht schickt Themistokles den Pädagogen seiner Kinder zu Xerxes, um die Perser in eine Falle zu locken. Sie sollen in den engen Sund zwischen Piräus und Salamis einlaufen, da die Griechen sich dazu entschlossen hätten, keinen Kampf zu liefern, sondern zu fliehen und sich in alle Herren mit Winde zu zerstreuen. Noch in der Nacht legen die persischen Schiffe in Phaleron ab und rudern in die Enge, in der Erwartung, am nächsten Morgen entweder gar keine griechische Flotte mehr vorzufinden oder eine, die sich heillos zerstritten hat. Das Überlaufen griechischer Kontingente zu den Persern war nichts Neues und höchstwahrscheinlich haben wir es hier mit einer Machtdemonstration zu tun. Nicht mit einer eigentlichen Schlacht, die die Perser liefern sollten, sondern einfach nur mit einer Demonstration der Stärke, um jeder griechischen Stadt deutlich zu machen, dass es besser war, sich zu ergeben, als zu kämpfen. Aber die Griechen laufen nicht weg. Angespornt durch gerade noch rechtzeitig angekommene Götterstatuen von der Insel Aegina, von aufreißenden Reden des Themistokles, besteigen sie ihre Trieren und rudern in die Enge hinaus. Die führenden Kontingente der Perser werden von ihren besten Seemännischen untertan gestellt, den Phöniziern. Ihnen obliegt die Ehre, den rechten Flügel der persischen Schlachtlinie anzuführen, die Ehrenposition, die bei den Griechen das athenische Kontingent nicht einnimmt, trotz seiner Stärke, sondern die an den formellen Oberbefehlshaber Eurybiades fällt. Die Athener haben dennoch die entscheidende Stellung. Sie runden die Insel Georgios, noch während die Phönizier versuchen, die Einkreisungsposition zur Verhinderung der griechischen Flucht ganz einzunehmen. Und es gelingt ihnen, die in der Enge durch ihre eigene Zahl behinderten Perser auszumanövrieren. Vor der Insel Georgios fallen die Athener den Phöniziern in die Flanke. Überrascht müssen die besten Seemänner von Xerxes' Flotte sich zurückziehen, treffen dabei allerdings auf die noch immer nachrückenden Einheiten der Vielvölkerflotte. Im allgemeinen Chaos gelingt es den Kontingenten aus Aegina und Sparta, die gegen ionische Truppen auf der linken bzw. für die Perser mittleren Flanke gekämpft hatten, den sich zurückziehenden Phöniziern und Ionien gleichfalls in die Flanke zu fallen. Dieser Rückzug, noch zusätzlich behindert durch ein Wetterphänomen, welches den einheimischen Fischern auf Salamis sehr wohl bekannt war, gerät zur Katastrophe. Xerxes, der seinen Thron auf einem Berg Attikas aufgestellt hatte, um den Triumph seiner Flotte zu beobachten, muss stattdessen mit ansehen, wie seine Flotte geschlagen wird. Am Ende des Tages haben sich die Phönizier, Ägypter und Ionier nach Phaleron zurückgezogen und lecken ihre Wunden, während die griechischen Kontingente im Verbleib im Besitz des Schlachtfeldes verbleiben und sich daran machen können, die nach dem Rammen noch schwimmfähigen
aber von ihren Besatzungen verlassenen Trieren einzusammeln und als Beute zurück nach Salamis zu schleppen. So viel zu einer Schnellrekonstruktion der Schlacht bei Salamis. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu einer Serie von Videos über die Schlacht bei Plataea. Bis dann!